Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Und zwar, ja, ich habe es jetzt soweit wieder dahin gespielt, ungefähr wo wir da zuletzt waren. Muss ich mal sehen, ob ich dann für das B-Turnier jetzt wieder Geld verdienen muss oder ob ich mir den einfach kaufen kann. Aber das sieht ganz gut aus zum Kaufen dann. Tja, ich wollte jetzt aber ganz gerne Werksfahrer weitermachen. Und da kann es sein, dass jetzt eines fehlt, ersichtlich. Und zwar musste man nämlich mit einem Porsche Slalom auf der Autobahn fahren. Ich glaube, das kriege ich jetzt nicht mehr aufgenommen, weil ich das hier schon gemacht habe. Mir ist da unter anderem jetzt dummerweise auch eine Aufnahme flöten gegangen, weil ich da eine kleine verkehrte Einstellung hatte im Afterburner, nämlich MKV anstatt AW. Und ja, aber gut, was soll's. Legen wir mal los hier. Drei, zwei, nicht auch sein, eins, dass ich das doch schon im Pack los! Und das doch genau richtig weitergeht. Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Oh Gott. Vorne fahre ich gerade grottenschlecht hier. Schauen wir mal. Ja, ist doch schaffbar. Come on, come on, come on. Jo. Und ab dafür. Who's the champion? Who is number one? Das bin dann wohl mal ich. Jo, Boxer Porsche fahren. Machen wir das doch. Industrielle Zone, oder? Drei, zwei, was ist das für ein los! Ja. Ich weiß, was das ist. Das ist eine kleine 3DFX-Geschichte. Irgendwie kriegt das kein Glide-Rapper in die Voodoo nicht, ein Glide nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist aber ein Krampf. Schnell umstellen. Lichtquelle oben, ne? Und dann geht das, oder was? Junge, Junge, Junge. Mal dieser Krimskrams. Na also, geht doch. Drei, zwei, eins, los! Dass wir eben den Porsche ausliefern. Ne? Die Musik mal ein bisschen lauter gemacht als sonst. Die doch eigentlich ganz cool ist. Nein! Shit! Gibt's doch nicht. Drei, zwei, eins, los! Bisschen mehr von außen nach innen fahren, dann klappt das auch. Ja.
Schleicht da nicht so rum. Kannst mal am Auspuff schnuppern. Ich glaube, da habe ich sogar hingemusst, ne? Kann das sein? 3, 2, 1, los! So ein Cheat. Technisch noch nicht so schlimm, dass ich schon verkackt hätte. Glücklicherweise. Was ich nämlich doch nicht, ne? Und jetzt ist es verkackt. Alles klar. Sowas. Verschwende ich eine Folge nur auf. 2, 1, los! Verkacken und Ausprobieren des Werksfahrers, aber gut. Technisch hätte ich eigentlich ganz gerne komplett von vorne angefangen, aber da mir meine Aufnahme da verschissen ist, ist mir das so leider nicht möglich. Ich habe alles von vorne gespielt, habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Das macht man mir verzeihen. Dann lieber an einem Punkt, wo es ungefähr auf dem gleichen Level ist, wie wo ich zuletzt war. Viele Werksfahrermissionen kann ich aber noch wieder neu hinzufügen, wenn ich das irgendwann nochmal spiele. Dieses Spiel packe ich eh immer mal wieder, wenn ich nochmal wieder rein. Insofern kann ich das nachhalten, das ist nicht das Problem. Das ist immer so, ist mit den ganzen Aufnahmegeschichten. Das läuft nicht immer gleich so, wie man sich das vorstellt oder wie es sollte. Ich drehe den aber ganz gut in den Boxer. Mehr als 180 schafft er wohl nicht. Nicht auf dieser Strecke.
verdammten Bullen, ey. 3, 2, 1, los! Das zu schaffen sein, hier kann man doch nicht wahrsteigen oder was? Hier kommt man ja auch gut rum. Das dürfte hier eigentlich auch gleich Schluss sein, oder? Jo. Junge, Junge, Junge. Bing. Jo, dann ab dafür. Junge, Junge, Junge. Das gibt's doch gar nicht. Gehen wir bloß fort. Dazu kommen wir später. Möchte ich doch gerne mal versuchen, ein wenig Werksfahrer. Ach, Werksfahrer ist schon Evolution hier. Dritte Saison. 356B müssen wir anschaffen. So, was haben wir da Feines? Hardtop, Roadster. Ja, machen wir doch mal eine Probefahrt. Wie sieht denn das Cockpit aus? Ist das denn fahrbar oder habe ich ein Lenkrad über den ganzen Bildschirm? Nö, das ist okay. Können wir mit leben. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, das war dieser Super Speedster oder so. Da müsste man sich später irgendwie den Convertible D holen, damit man da vernünftiges Cockpit bekommt. Ja, dann nehme ich den noch. Weil es gibt noch den Super Cabriolet, ja. Ist der jetzt, aber der ist auch nicht viel günstiger, oder? Ne, der ist sogar teurer. Von 90 Cabrio, 16,5. Nee, gar nicht. Ja, wobei doch. Ei. Ah, wisst ihr was? Dann nehme ich da einfach das Cabrio. Und dann hat sich das. Kann man denn schönes machen auf die Schnelle hier?
Ja, oder wenn ich das mache, relativiert sich das jetzt auch kostentechnisch wieder, ne? Mal schauen. Erstmal rein mit dem ganzen Krempel hier. Bestwässerungsluftfilter, Spezialauspuff, dieses Upgrade, das lasse ich erstmal. Also es geht mir wieder die Kohle aus. Sportstoßdämpfer. Ich glaube, Stoßstang-Upgrade brauche ich gar nicht, das dürfte schon verbaut sein. Ja, jetzt komme ich schon in finanzielle Problemchen hier. Drumstrebe kann ich mir schon nicht erlauben. Sowas. Klickidi-Klick, genau. Stoßstangen-Upgrade ist nämlich schon drin. Muss mir irgendwas gegen Geldmangel einfallen lassen. Wie ich weiterspielen kann. Ohne dass ich kaufen, verkaufen mache. Wie verrückter. Domsträhne, die wollen wir noch haben. Damit er gut. Damit er schön stabil ist hier. Und damit ab geht die Post. Das könnte man noch schaffen. Ein bisschen Überlänge-Video hier. Zwei, eins, los! Da kloppt die Gänge rein, ey. Uff. Gespannt, wie das mit dem da jetzt einen anderen Kompressor als Plugin für Outer City. Der scheint besser zu sein als das, was da schon drin ist, da alles rauszuholen. Halt schön technisch. Sogar, der ist eigentlich für, der nennt sich auch Broadcast. Ja, interessant, ob man den in, zum Stream theoretisch auch an OBS nutzen könnte. Oder direkt in der Aufnahme irgendwie einbinden vielleicht. Mal gucken. Ein VST-Plugin. Ein FUBA wird dann wohl auch gehen, aber bringt mir nichts. Was will ich beim HiFi abspielen mit einem Kompressor, ne?
ganz locker, ne? Möchte ich mal. Du hast das Rennen gewonnen. Du führst die Turniertabelle an. Ja, zwei Strecken noch vor uns, das machen wir dann im nächsten Teil. Ja, bis dann.